Moin und herzlich willkommen, ihr Landratten. In Kürze startet das Duell, was es in sich hat. Und zwar heute Abend um 18.30 Uhr steigt das Hamburg-Duell in der zweiten Liga. St. Pauli gegen den HSV am Millerntor-Stadion, wie man sieht. Also hier in dem virtuellen Vorbericht. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Das erste Derby in diesem Jahr in der zweiten Liga. Es gibt ja mehrere Nordderbys in dieser Saison. Bremen gegen HSV wird natürlich auch spannend. Aber jetzt ist erstmal St. Pauli gegen HSV dran. Und das am Freitag, den 13. Ich habe das Spiel super vorbereitet. Ich habe beide Kader angepasst mit Hilfe der Regie. Danke nochmal dafür. Ich konnte nur bei St. Pauli, das könnte mir ein bisschen zuspielen, den Torwart nicht einwechseln, den neuen. Der spielt nämlich bei Lugansk und das gibt es nicht bei FIFA 21. Darum ist Smarsch, wie man sieht, noch im Kader oder in der Aufstellung. Er war zuletzt auf der Bank in der letzten Partie. Ich habe die Aufstellung so gut wie angepasst an die letzten Partien, außer hier in dem Fall, da war Dittgen vorne drin. Da habe ich den ehemaligen Osnabrücker Amenido aufgestellt, um ein bisschen St. Pauli zu stärken, da auch, dass es nicht zu einfach wird auf Weltklasse für mich. HSV habe ich auch angepasst, da müsste der Kader in etwa so sein wie in der letzten Partie, in dem 1:1 gegen Dresden. Genau, Heuer, Fernandes im Tor, hinten Leipold, Schonlau, David und Jamera. Finn Zombie, Meffert und Reis im Mittelfeld, Kittel, Glatzel und Jatta vorne. Auf der Bank habe ich, glaube ich, auch noch gute, genau, den Meißner natürlich. Grüße gehen raus. Der wird definitiv noch eine Rolle spielen. Heuer vielleicht auch noch, den ehemaligen Osnabrücker. Wir gucken mal. Wie gesagt, die Partie steigt heute Abend 18:30 Uhr. Ich glaube, parallel spielt auch Schalke, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, der Fußballabend ist gerettet. Und mal gucken, ob ich mit dem HSV erfolgreicher bin als mit. Oh, ich drücke die ganze Zeit an meinem Mikrofon rum. Als mit dem VfL. Sie bekommen den Abstoß. Die Derbys hatten es ja bis jetzt echt in sich in der zweiten Liga zwischen St. Pauli und dem HSV. Da ist auch eine kleine Geschichte zu Game Over Schmidt mit drin. St. Pauli gegen HSV war, glaube ich, auch sogar eine Zeit lang das bestgeklickte Fridays for Fußball, wenn es das nicht noch sogar ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Was erwartest du heute von den Gastgebern? Was die Taktik angeht? Kittel. Da ist Defensive angesagt, Wolf. Nicht ganz alltäglich für eine Heimmannschaft, aber sie haben sich dabei sicherlich was... Oh, Glatzel. Oh, und direkt die Latte. Aber Jatta mit dem Nachschuss. Ist da Jatta an die Hand gesprungen, der Ball. Wie man gesehen hat, darum war da der Vorteil angezeigt. Der HSV musste ja ihren Goalgetter abgeben. Der Rodde ist ja gewechselt. Ganz stark abgeblockt. Vorne der Ballgewinn. Da ist auch noch ein Neuzugang. Genau, Smarsch ist im Tor bei St. Pauli. St. Pauli hat auch dadurch gar keinen anderen Torwart mehr. Also wenn der sich verletzt oder rot runtergeht, müssen die einen Feldspieler aufstellen. Ich kann da halt nichts für. Also ich wollte mir jetzt nicht die Mühe machen, irgendwie einen mir aus der Rippen zu schnitzen, einen Torwart. Der Ball kommt rein. Oh. Erste Kopfballchance da von Meffert, glaube ich. Wer sich ein bisschen mit den News beschäftigt, was FIFA 22 angeht, da ist ja jetzt rausgekommen, wenn das denn alles so stimmt, jetzt muss ich mich kurz zu konzentrieren, dass der Karrieremodus ein bisschen umgebaut wird. Man soll wohl jetzt auch wieder eine eigene Mannschaft bauen können. Da freue ich mich schon riesig drauf. Da wird es definitiv hier auf dem Kanal, wenn das denn so möglich ist, geile Abseitsfalle. Vielleicht auch freitags dann immer oder zumindest auch eine Kategorie geben, eine Let's Play-Reihe, wo ich quasi Karriere auf Weltklasse spiele mit einer eigenen Mannschaft. Irgendwie,
keine Ahnung, irgendein Team aus dem Landkreis Cuxhaven oder vielleicht dann doch der VfL Kloster Oesede oder so. Das überlegen wir uns noch. Ah, Kinzombi wird jetzt fast zu spät. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, habe ich gemerkt. Die letzten Spiele waren ja echt miserabel teilweise von mir. Jetzt wird's gefährlich. Oder ist Kinzombi wieder? Ah, da wollte er ihn durchstecken, aber Zierreis passt da auf. Und sehr gut, aufgepasst da. Und Guiamera an die Hand. Wer hatte da die Hand am Ball? Der St. Paulianer tatsächlich. Ja, Hand ist so. Oh, David scheint ein schneller Mann zu sein. Er ist gerade losgeflitzt wie ein Flitzebogen. Ah! Ja, ich bin vorne noch nicht so sicher seit der PS5 irgendwie. Das ist ein Foul. Ja, egal. Oh, ey. Ich komme da immer durch die Dings nicht durch und dann kommen die Konter. Schöner Steilpass. Oh, Burgstaller ist da aber auch gefährlich vorne. Guido Burgstaller. Überraschung gab es ja wirklich im DFB-Pokal. Hut ab vor dem VfL. Ich war ja im Stadion. Es war richtig, richtig geil. Richtig geil. Es war besser als ich auf der PlayStation natürlich. Und ein 2-0-Sieg gegen Werder Bremen. Richtig gut. Und das Tor von Sven Köhler sollte auf jeden Fall erstmal Tor des Monats werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann witter ich das Spielbetrug. Und jetzt mal in der Konter vom HSV im Millerntor-Stadion. Ja, komm. Oh, durchgesteckt. Und da muss Titel kommen. Hat das Tempo drauf. Ja, da dachte ich, da springt der Ball doller ab vom Torwart und dann zu meinem eigenen. Und jetzt, oh, Kieré mit dem Konter. 3 gegen 3, aber nehmen Zeit da wieder. Ja, Konterchance vergeben, hoffen. Oh, Boris. Ja, Ludovic Reis, ehemaliger Osnabrücker. Und Jatta, der ist schnell. Und macht das Ding. Ah, das Tor für die Rothosen. Puh, so kann es losgehen. Ich werde mir das Spiel wahrscheinlich am Freitag auch anschauen, wenn ich dann schon zu Hause bin. Wenn ich auf der Arbeit verweile. Schauen wir mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abnimmt. Ja, der ist einfach den Schritt schneller. Den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und kann dann einfach von der Strafraumkante abziehen. Ja. Jatta freut sich. Zu Recht. Und ich kann auch nur noch mal die Bitte wiederholen. Ihr habt einen Wunsch, was ich spielen soll. Die Idee für diese Partie kam übrigens, Entschuldigung, von dem netten Peter. Danke nochmal dafür. Ohne den hätte ich gar nicht dran gedacht. Ah, da ist ja das Hamburg-Derby. Aber als ich dann gehört habe, spielst du eigentlich St. Pauli gegen HSV, habe ich gesagt, klingt interessant, mache ich. Habe ich wirklich im Moment nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ja jetzt schon ist. Aber passt auch gut am Freitag, den 13. Oder ist die Ecke? Benatelli wird sie treten. Ecke in die Mitte. Während die Fans da We Love St. Pauli anstimmen. Und das war richtig gut gehalten von Heuer Fernandes. Gefällt mir bisher auch ganz gut in die Saison. Da habe ich Benatelli fast das Standbein weggezogen aus Versehen. Um ein Haar passt ganz gut auf den Spieler dort. Oh, der war echt knapp. Oder, das war wieder mal fast dumm. Sollte, oh, da ist ja Jatta auf der Außenbahn. Ich kann da mal Speed geben. Ich lauf rein, genau. Ein weiter. Ey! Jetzt Freistoß für den HSV. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Wird nochmal erklärt, wie das geht. Ich versuch's einfach mal. Ne?
kann es zwar überhaupt nicht gut, aber. Boah, hätte ich in eine andere Richtung spinnen müssen. Hätte ich einfach den Spin direkt lassen sollen. Nicht so schlimm. Für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ja. Ganz wichtig, was da wird Bakariata gelobt. Und da ist Guido. Das lassen wir erstmal so. Und starten jetzt in Durchgang 2 in der Hoffnung, mal so einen Sieg bis zum Ende zu bringen. Oder vielleicht noch auszubauen. Kittel. Kinzombie. Ich habe wirklich dann nur die Fangesänge der St. Paulianer auf den Ohren. Aber das spornt mich nur an, besser zu spielen. Das muss gerade da mal abschirmen. Abschirmen. Ah, aber er passt lieber. Und da, ja, kommt der Mini in die Hand. Sehr gut. Das ist David. Meffert. Wechselgesänge da und der Ballverlust. Ist das Smithers? Jetzt kann die Reingabe kommen. Geht da rein. Oh. Ganz lang. Was für eine Parade. Der ehemalige Osnabrücker da fast mit dem Ausgleichstreffer. Aber der ehemalige Osnabrücker im Tor, Heuer Fernandes, passt auf. Ja, es haben einige ehemalige Osnabrücker den Weg in die zweite Liga und Ecke kommt rein. Weiter geschafft. Ja, sehr gut. Da kennt Zombie super aufgepasst, jetzt mal ein bisschen Meter machen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ah, da kommt Glatzel. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Ja, einfach mal drauf pölen. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Die muss ich besser zu Ende spielen, ich weiß. Ich höre schon die Stoßkugel schreien. Mehr Abschirm, mehr Abschirm. Die Tipps sind ja auch wichtig und gut, aber irgendwie in der Aufregung des Spiels vergesse ich sie dann gerne mal. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da wollte ich eigentlich die Grätsche auspacken, so wie jetzt. Aber, jetzt! Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sehr gut verteidigt wieder. Ich weiß nicht, ob das... Ah, ne, da war noch welche. Ich dachte, das wäre schon das Ende der Abwehrreihe. Jatta ist doch schnell, aber wieder ab... Ey! Abgefangen, gut gemacht. Geblockt. Extremst geblockt. Komm, das muss mal... Ja, Meffert. Haut da alles weg, was wegzuhauen ist. Kittel. Oh, was eine Kombi. Aber Smash hält er den Ball. Genau, wir wechseln auch mal. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, das ist die... Aber wir können mal Opoku auch bringen. Kittel. Meißner für Glatzel. Meißner muss spielen. Ja, komm, dann packen wir noch Jeremy. Ah, nee, komm. Ich weiß, da werde ich geblendet von meiner VfL-Liebe. Und ich finde Haier einfach geil. Ich hoffe, das bringt jetzt nicht zu viel Wirrwarr rein, dass wir da einfach mal einen Dreierwechsel machen, der strategisch jetzt nicht so schlau ist, aber egal. Die Ecke kommt. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Ich hätte da gedacht, es gibt Ecke, aber... Tatsächlich nicht. Sehr schön. Ah, ja, nee, geht zum Gegner. Komm. Sehr schön. Ja. Boah, Meißner, ey. Was? Ey. Das gibt auch... Das ist taktisch. Das gibt Geld, Mann. Aber die Aktion von Meißner vorher war natürlich überragend. Moritz Haier. Und da ist wieder Meißner am Ball, aber... Da vergesse ich wieder das Abschirmen, ich weiß. Das ist einfach nicht in meiner Muscle Memory drin.
Jamera. Oh. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Hätte ich aber gar nicht gebraucht. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ah, soll ich den durchstecken? Das sind jetzt die 15 Minuten, in denen ich meistens das Spiel aus der Hand gebe. Aber mit dem Osnabrück scheint's, mit dem HSV scheint es besser zu klappen. Aber der Fehlpass muss natürlich nicht sein. Come on. Oh, come on. Ja, schon lau. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Aufpassen. Nur sichere Pässe spielen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ja, da stört mich mein eigener Spieler. Das ist halt doof. Weiter der HSV. Ja, das könnte gefährlich werden. Das könnte die Gelegenheit geben. Und da ist tatsächlich das 2:0 von Meißner. Da ist die Kamera. Richtig geil. Grüße gehen raus. Aber auch geil, ey. Zip. Und dann ist er einfach frei und kann ihn da einfach machen. Große Freude auf meiner Seite, endlich wieder hier einen Sieg wahrscheinlich bei Fridays for Football zu machen. Da, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Robin. 2:0 steht hier, Sie machen einen guten Eindruck. Ja, so kann das gerne laufen. Wird es wahrscheinlich nicht, so wie man den HSV kennt. Aber wir bleiben gespannt. Bumm. Und da ist wieder Meißner. Und kann er nochmal seine Leistung krönen? Da ist die Chance. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht. Aber so durch. Geht auch Zeit von der Uhr. Ganz wichtig. So auch. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Oh, ich habe gerade auf die Zeit geachtet und nicht geguckt, wo der Ball ist. Da sehen wir die Zeit. Aber eine Minute wird nachgespielt. Das soll wohl nichts mehr werden. Guido Burgstaller. Ja, Schonlau passt da auf. Schonlau hat den Ball. Und das war's. Das war's für heute in diesem Derby. Die Gäste Dank an Meißner. Das war eine tolle Leistung. Knapper Derby-Sieg. Und das endlich wieder ein Sieg für mich auf Fridays for Football. Und hoffentlich wieder Spiel ab Freitag um 18.30 Uhr. Ähnlich spannend. Und wie gesagt, wünscht euch, was ich spielen soll. Gut, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Macht's gut.